Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, in wenigen Tagen beginnen die Schulferien. Mancher sitzt schon ungeduldig auf gepackten Koffern. Die Schulkinder fiebern dem letzten Schultag entgegen. Den Erwachsenen geht es nicht anders. Einige erleben bereits die ersten Urlaubstage. Die Vorfreude ist den Menschen um mich herum förmlich anzusehen. Noch eine Woche. Am Freitag geht's los. Endlich. Den Stress hinter sich lassen, Erholung vom Beruf, entspannen, abschalten und genießen. Menschen brauchen Zeiten der Ruhe und Erholung, auftanken, sich selbst spüren, den Blick weiten. Urlaub ist Fürsorge für die erschöpfte Seele. Doch die Vorfreude ist getrübt. Vor gut einer Woche sprengten sich Terroristen am Flughafen Istanbul in die Luft. 40 Menschen wurden bei diesem Attentat getötet. Den Terroristen ist gelungen, was sie planten, Verunsicherung, Angst und Schrecken zu verbreiten. Urlaubsreisen wurden storniert oder kurzfristig umgebucht. Attraktive Urlaubsziele werden nun gemieden. Nein, diesem Risiko möchte sich niemand aussetzen. Der Terror hat sein Ziel erreicht. Die Religion sei schuld. Die Medien werden nicht müde, dies so darzustellen. Es entspricht nicht der Wahrheit. Terror ist Ausdruck der Ohnmacht. Für einen Augenblick erfährt sich die Ohnmacht mächtig, weil er seinen Tod nicht fürchtet. Weil sie sich ein Leben so nicht vorstellen kann, reißen sie andere mit in den Tod. Keine Religion ruft dazu auf. Der Tod überdeckt nur die Ohnmacht auf schreckliche Weise. Trotz aller Sicherheitskontrollen und Überwachungskamera müssen wir uns eingestehen, Schutz hat seine Grenzen. Was können wir dagegen setzen? Wir können vertrauen, tatsächlich. Das haben wir den Terroristen voraus. Vertrauen ist eine Macht. Vertrauen auf Gottes Schutz, unsere Tapferkeit und unser Wille zum Frieden können eine Hilfe sein. Gegen die unfassbare Wut der anderen, gegen den Wahnsinn, mit Terror seine Ziele erreichen zu wollen. Das hat unzählige Menschen schon vor uns durch Gefahren getragen. Im Psalm 23 in der Bibel heißt es: Darum fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Bleiben Sie beschützt. Ihr Pfarrer Olaf Glomke.